Herzlich willkommen zur weiteren Folge gerade nicht, aber im Spiel ist dann die DSTG. Wir werden jetzt ein bisschen mal was Essbares suchen, und zwar am Bauernhof, da ist ein bisschen Mais. Und wir werden mal ganz kurz nebenan noch ein paar Schweine holen. Ein bisschen Schweinefleisch, ne? Und später werden wir noch Munition herstellen. Schon am Bauernhof, da kommt ein Mais. Oh, wir haben Gäste. Mensch, das Kinder. Das ist ein kräftiger. Ja, der ist ein Kerl. Der steht wieder auf. Ich hab mal Gamma wieder zurückstellen, ne? Ich hab nämlich die Nacht ein bisschen gegraben. Und ein bisschen nach Kohle gesucht und ein bisschen nach Eisen. Ich habe beides gefunden. Ich habe die Kohle hier nur von innen. Innen drin gefunden, dass wir jetzt gefahrlos mehr oder weniger graben können. Hier ist nicht viel Mais, ne? Wir werden mal ganz kurz was wegnehmen, und zwar das die Fackel. Die brauchen wir jetzt ja nicht, ne? So. Was wir machen müssen ist, zu die gute Frage noch nicht, aber ich mal mitnehmen, ne? Hier gab es ein paar Wildschweine. Was ich noch machen muss, ist irgendwie Samen herstellen können. Dann können wir uns ein bisschen alleine was anbauen. So, schauen wir nach. Unsere Wildschweine machen. Ich weiß, hier waren auch noch mindestens zwei. Aber hier ist Vorsicht gesagt. Zombies respawnen immer wieder. Hier sind keine Schweine mehr. Dann leer. Alles leer. Schade, dann gehen wir zum Nachbarhaus. Knochen. Ich brauche dringend Knochen. Und zwar für meinen Kleber. Ich brauche mal wieder Reparaturkits für die Waffen und Werkzeuge. Und da macht es sich ganz gut, wenn wir Knochen haben. Ich habe nämlich keine mehr. Beziehungsweise die gehen zur Neige. Thank you.
brauche ich nicht. Aber gegenüber waren viele Knochen gewesen. Oh je, Pflänzchen. Das ist für Tee. Besser wie Wasser. Baumwolle ist für Stofffetzen. Ist auch Tee. Ich glaube gegen Durchfall. Oh, das ist neu. Was ich brauche ist Bronze. Das sieht nicht ganz schlecht aus. Ich habe wieder mal keine Waffe genommen, keine Schraubverschluss zum Demontieren, aber ich höre nur Fleisch holen. Das wäre eigentlich ein gutes Haus zum auch noch das Holz, naja. Das wäre auch nur aus Holz und Holz ist schlecht. Da gehen die ja durch ohne den Hinter zu zucken. Wird auch erschüttet. Waffe ziehen. Kein Geld. Gut, geh mal in den Keller, ne? Da waren die Schweine. Die zum Essen gerne haben. Ich glaube, hier ist noch Mais. Erdbohre. Ihr wisst, was bedeutet Erdbohre? Oh, Versteck. Ich bin effektiver in Kohle und Eisen fördern. Ja, aber tut das gut. Das könnten wir zwar jetzt zerschlagen. Aber hier ist ein Mischer. Beton. Ja. Schon überladen, das gibt's doch gar nicht. Ich hab gar nichts geholt. Ja. Hier gibt's viel Zement, ne? Auch nehmen einen. Oh, hier oben ist noch was. Gut.
holen wir uns jetzt die Schweine. Obwohl die schon stark überladen sind. Aber wir können auch mit dem Fahrrad. Ja, Fahrrad auch da. Wir können auch das Fahrrad umladen. Das machen wir zuerst, bevor wir jetzt hier groß. Dann kommen die rüber. Dann machen wir den Weg frei, ne? Wie gesagt, der hat wenigstens ein Steinfundament, ne? Das hat ein Haus hier auch. So, was kann rüber? Das haben wir schon mal gelernt, aber Erdbohrer, Zement. Wozu der mal gut ist, keine Ahnung. Aber man darf Dinge nicht wegwerfen. Der baut noch fleißig. Leder kann man hier lassen, das decken wir sowieso. Mal lebendige Erde können wir hier lassen. Das weiß ich nicht genau, wozu gut ist. Brombeeren essen. Oh. Na, mal schauen, so ist Gutes. Hammerbrunnen Flasche. Nehmen wir auch rüber. Das auch. Da wird noch fleißig gearbeitet. Maiskolben haben wir keine mehr. So. Schweine, ich komme. Haben wir eh schon da, können wir auch aufnehmen. Ne? Können wir schon Tee kochen und Stofffetzen herstellen. Das ist Holz. Ein Holz braucht ohne Hammer. Geht einmal frei. Der Riese wird jetzt auch nichts zu tun haben. So. So, Eschi. Noch nur brauchen nicht. So, wie? So. Bist du groß, wa? Hm. Das dauert ein bisschen lange. Ist ein Schrott, ja, ist keine Bewehr, ne? Nächstes Ziel muss sein, Boxen zu finden, um mehr Munition herstellen zu können. Weil das geht nämlich näher langsam zu Ende. Na, das dauert so lange. Eine schöne Eberplatte.
baue eine Stahlpicke. Aber kaputt. Das bringt ja nichts, ne? Das ist aber natürlich, ich brauche diese Brücken. Den bekommen wir so nicht an. Ich will nämlich ein Haus an dem Haus bauen, das ist das Beste. So, schauen wir mal, ein schönes finden. Sauber. So, eine Sau haben wir noch. Gut, das ist immer schöne Knochen. In die Tat. Apropos Schlüssel. Haben wir vergessen gehabt. Den nicht. Oh. Ach Sau. Oh, den habe ich gesehen. Das sind sie gut. Tür auf. Dann den wir mal abmontieren. Den montieren wir ab. Unseren neuen. Unser Gerät zu schauen. Auch nicht ein bisschen so Schweinchen, du musst dann glauben. Ich muss wieder mal Pfeil und Bogen raussuchen, weil ich renn da nicht rein. Kriegen wir nach und nach was zusammen, ne? Rohstoffe, Erfahrungspunkte, Nahrung, den täglichen Bedarf, wo ich mal ein bisschen geübt habe, bin ich schon mal einfach so gestorben, ne? Verhungert vielleicht so. Nee. Wenn du Essen suchst und nicht mehr findest. Aber da war ich auch eine Eiswüste gewesen anfangs. Und nur vom Bären zu ernähren ist auch nichts, ne?
Normalerweise muss die Spanier nach mehreren Tagen verhungern, wenn die jetzt hier eingesperrt sind. Ewig halten die auch nichts vor. So, jetzt können wir das erlegen. Geht. So, gut. Nicht gut. Waffe zücken. Ich hau ab. Lass sie mal randalieren. So, Tür zu. Dann nehme ich wieder an. Also im Haus wird ein Zombie nicht lustig, man lieber draußen nehmen. Ne? Aber jetzt hauen wir mal ab. Jetzt sagen wir, bis später. Einser blöd ist es hier. Ich weiß nicht, wie ich richtig Gas geben soll. Aber besser wie zu Fuß, ne? Zu Fuß und ohne ein Gewicht hätte man längst, naja, den Geist aufgegeben. Was ich noch machen muss, ich könnte die Hütte verstärken unten, unterfüttern, untermauern mit Steine, die wir noch herstellen müssen. Oder wir graben uns im Keller in die Erde rein und dann wo dann Keller eigentlich nicht gut ist normalerweise. Man ist hier so verloren, ne? Man kann nicht flüchten, wenn kein Fluchtweg da ist. Schauen wir mal, das ist Bier, ich brauche Wasser. Knochen. Habe ich viele Knochen? Eigentlich noch im Keller, im Fahrrad, glaube ich. Oder? Oh, 93 Fleisch hat sich gelohnt. Federn. Leder, doch, Knochen habe ich hier 89, das ist gut. Nitrat. Die Steine, die brauche ich noch. Die Rohre sind nicht dabei. Jetzt habe ich eine Motorsäge und ich habe das ist ein Dings bei. Dosenlachs, das ist gut. Also eine Reserve. Ein Tee. Schrott ist immer gut. Fett zur Not zum Essen. Das war hier drinne. Können wir Tee machen? Und Baumwolle können wir Dings machen. Knochen. Da können wir Klebe herstellen. Das Zeug brauchen wir so machen. Aus dem Feuer machen.
kommen gleich Tee, habe ich Rohre hier, jo. Und der Flieger von mir war hier. Die muss ich auch mal kümmern. Aber ich sie erst machen soll. So, immer Fleisch herrichten. Und zwar Rezepte, haben wir schönes. Der Kohl ist Silber, das ist schlecht. Kochtes Fleisch, aber auch Wasser. Haben wir hier unser Wasser? Kaffee haben wir da, das ist gut zum Graben. Ach, können wir mal was länger Tee machen? Pflastersteine. Munition. Da brauchen wir Wasser holen. Ich glaube, oben war noch Wasser. Da war auch Nitrat. Spiritus, Klebeband. Alles verbraucht. Ach hier, schmutziges Wasser. Mal Wasser ab. Gut. Mehr haben wir eh nicht. Werden wir eine Dings machen hier. Kleber. Zement. Das habe ich irgendwo gesehen. Dann müssen wir Autos herlegen gehen, wir brauchen Benzin. Da haben wir die. Und da haben wir die. So, was haben wir schon 6 Stück gekriegt? Dann haben wir gekochtes Fleisch daher. Das macht. Ach so. Gut, dann machen wir das hier. 18 Stück. Kochen wir Tee, ne? Noch mehr Knochen. Puh. Oh. Kleber machen. Kleber. Hey. So. Oh, alles voll. Gut, das soll es heute gewesen sein.
Hat sich immer gelohnt heute. Dann kann ich mir weiter graben. Und irgendwann fahren wir los und holen uns die Dinger ab. Diese Abwurfkisten. Dann sage ich tschüss, bis ciao, ciao. Oder ciao, ciao. Bis vielleicht im nächsten Mal. Tschüss.